Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Plug Inc. Evolved. So, wir haben das letzte Mal den Nanovirus ziemlich souverän beim ersten Mal geschafft, ja. Da bin ich ziemlich stolz drauf. Und ja, jetzt sind wir mit den Biowaffen beschäftigt oder die Biowaffe, wie auch immer. Tödlicher Erreger vernichtet alles, was mit ihm in Kontakt kommt. Das hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Und ja, das ist unsere nächste Mission hier und da schauen wir mal, was wir da so machen können, ja. Wir haben auf jeden Fall so ein paar Gene, die wir einfügen können. Wir hätten hier den Nachahmer. Deine Seuche ist schwer zu heilen. Wir hätten aber Inaktivität. Da ich nicht weiß, ob sich das eventuell lohnt, hier was zu nehmen, würde ich erstmal den Nachahmer nehmen, weil schwerer zu heilen ist ja auch eigentlich immer gut, ja. Landbonus, okay, wir haben nichts anderes. Und dann würde ich hier Widerstandsfähigkeit, kleinen Bonus in allen Gebieten. Ich würde aber eher auch den Landbonus geben. Ja, Landbonus. So, und hier statische Rückentwicklung. Rückentwicklungskosten erhöhen sich nicht. Oder Bonus-DNS bei Rückentwicklung. Da ist jetzt die Frage, weil es gibt ja einige Erreger, die was kosten beim Rückentwickeln und da bringt uns das nicht so viel. Ich würde tatsächlich statische Rückentwicklung wählen, weil, wie gesagt, ich kenne ihn noch nicht. Ich weiß noch nicht, was uns jetzt hier erwartet. Und wir versuchen uns einfach mal da dran. Ne? Wir nennen das ganze Ding hier Biowaffe, dann nennen wir es mal Pups. Eindeutig eine Biowaffe, ja. Wir nennen es Pups. Warte mal, eine Zahl noch dahinter. Pups 4. Pups 4. So. Ich glaube, da könnten wir was reichen. So, deine Wahl, Biowaffe. Um zu gewinnen, ja, wir wissen Bescheid. Der Standardspruch. So, Indien ist unsere Standardwelt. Pups 4 hat den ersten Menschen infiziert. Status schwach und an hohe Temperaturen gewöhnt. Mit DNS-Punkten entwickelt sich, bla bla. Ist in Ordnung. Ja, Freunde. Pups 4 ist eine Biowaffe, die unabsichtlich freigesetzt wurde. Die wird automatisch mit der Zeit tödlicher. Kannst du alle infizieren, bevor du deine Überträger tötest? Oh, Backe. Okay, warte, wir gucken uns das erstmal ganz kurz an hier. Aha. 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 Okay. Was ist das hier? Senkt Tödlichkeit durch Deaktivierung von Schlüsselgenen, die die Produktion von Giftstoffen steuert. Ah, okay. Das hier ist, reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass mit der Zeit tödliche Gene freigesetzt werden. Ah, okay. Das kostet nur einen Punkt, ja. Setzt die Tödlichkeit der Waffe zurück. Benötigt Zeit, um zu regenerieren. Ah, okay. Ja, ich würde erstmal abwarten, gucken, was das jetzt hier so bringt. Und gerade wollte ich noch irgendwas sagen, aber ich habe es ja, beim Reden vergessen. Ach so, ich wollte sagen, dass wir ja so langsam hier auch Richtung Ende gehen von diesem Let's Play-Projekt, beziehungsweise von dem Einzelspieler-Hauptspiel, von den Missionen. Weltgesundheit geben bekannt, dass die globale Epidemie nur eine 2,5%ige Chance hat, die Menschheit auszurotten. Ach so. Ja, das geht ja so langsam dem Ende zu. Wir haben die Affengrippe noch hier nach. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, ja, hörst du jetzt auf, das zu spielen? Aber ich muss sagen, es macht schon Spaß, muss ich sagen, ja. Und ich will eigentlich gar nicht aufhören. Deswegen habe ich mir überlegt, ich glaube, das werde ich am Ende der Folge nochmal kurz zeigen. Es gibt nämlich Szenarien. Also es gibt offizielle Szenarien und dann gibt es auch Workshop-Szenarien, also über Steam. Da kann man eigene erstellen und so. Was ich eigentlich recht geil finde, muss ich sagen, ja. Oh, warte mal. Ups. Hast nicht geklickt. Ich bin hier die ganze Zeit an meinem Headset zugange. Weil die Musik ein bisschen laut so vorkommt. Aber im OBS sieht es eigentlich ganz okay. Warte, ich mache ein bisschen leiser. So. Also es gibt. Oh, es sterben schon Menschen, verdammt. Aber nicht so viele, also. Ah, ist eigentlich okay. Wir könnten auch eventuell. Die Übertragung müssen wir sowieso noch. Warte, wir machen mal das hier noch. Wir machen mal Luft 2 noch. Dann Symptome haben wir keine momentan.
Aber die sterben trotzdem schon, die Menschen. Aber das ist nicht so schlimm, weil es sind noch nicht ganz so viele. Ich denke mal, das ist okay. Ups, wir hatten das Ausschlagssymptom ohne ohne DNS-Punkte. Wir entwickeln das mal zurück. Wir bekommen da sogar 2 Punkte. Also hätte sich das Bonus-DNS für Rückentwicklung vielleicht sogar gelohnt. Naja, egal. So, erster Todesfall durch Pups in Saudi-Arabien. Pech am Anfang von etwas Schrecklichem. Man weiß es nicht. Wir müssen die Übertragung noch deutlich erhöhen. Damit. Und wir könnten eventuell. Ah, jetzt kostet das schon 3 Punkte. Okay. 3 Punkte. Ich würde mal eben. Setzt die tödliche Waffe zurück, benötigt Zeit, um zu regenerieren. Ich würde einmal kurz die Tödlichkeit zurücksetzen, weil es sterben schon recht viele Leute gerade, ja? Ich mach das einmal. Ich mach das einmal. Ich weiß nicht, ob ich das. Okay, hier kommen gerade so viele Punkte. Okay, entspannt euch, entspannt euch. Ja, bin immer noch nicht zum Punkt gekommen. Ja, jetzt, ich komme hier einfach nicht zum Reden. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt hier nach. Sofern wir fertig sind, ob wir dann die Szenarien spielen sollen. Die offiziellen erstmal. Und dann eventuell noch Szenarien aus dem Workshop, also frei erstellte. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere von euch das Spiel schon mal gespielt und eventuell auch so ein Szenario erstellt. Wenn ja, gerne schreiben. Ich würde mich sehr freuen, das mal spielen zu dürfen. Und, was machen wir jetzt mit der Kohle? Was machen wir? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier drauf. Dann Hitze 1 und Kälte 2. Und wir machen das hier nochmal. So, okay, das könnte gar nicht so schlecht gewesen sein. Die Forschung läuft auch gerade an, ist aber auch nicht das Problem, weil wir können hier durchaus ein paar Punkte investieren, um die Forschung zu senken, ja. Also das ist jetzt nicht so schlimm. So, okay. Hat das Zystensymptom. Okay, das können wir jetzt auch lassen. Das brauchen wir jetzt nicht zurückentwickeln. Wir müssen auf die Forschung achten. Weil die nehmen gerade gewaltig zu. Wir müssten hier. Jetzt die Frage: Entweder gehe ich hier voll auf die Schwere, was ich jetzt auch einfach mache. Wahrscheinlichkeit, dass mit der Zeit tödliche Gene freigeschaltet werden. Ach so, reduziert. Nee, reduzieren wollen wir das Ganze nicht. Wir wollen als tödlich. Tödlich. So, habe ich jetzt vorhin fertig geredet? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob ich fertig geredet habe. Kommt also vor, als ob ich nicht fertig geredet habe. Ich bin so ein bisschen verstrahlt, wenn ich das hier spiele, weil ich bin hier alles am Rumgucken. Forschung, Punkte, ist alles hier am Funktionieren. Okay, wir machen das hier noch. Damit können wir die Forschung so ein bisschen in den Arsch treten. Und dann gehen wir hier runter, gehen hier rüber. Ein bisschen mehr Schwere dazu bekommen. Die Menschen sterben recht gut, ja. Ich glaube, es liegt auch an der Biowaffe selber. Nicht unbedingt an den Symptomen, die wir haben. Die Frage ist nur, dass wir zum Beispiel wie Grönland hier schnell genug infiziert bekommen, aber das sieht gut aus. Ja, das sieht okay aus. Wir können hier noch hingehen. Weil wir müssen Menschen töten, weil umso weniger Menschen es gibt. Umso weniger Forscher gibt es und umso weniger. Warte, was fehlt denn noch? Island fehlt ja auch noch. Shit, okay, wie sieht es hier aus? Das sieht gut aus. Okay, Island haben wir. Ja, umso weniger Menschen, umso weniger Forscher und umso weniger Forscher, umso weniger Forschungspunkte. Das ist natürlich logisch. So, und jetzt haben wir alle Menschen infiziert. Bams. Da kam auch gerade schon die Nachricht und wir können hier eigentlich ganz gechillt abwarten, weil forschungstechnisch tut sich da eigentlich fast gar nichts mehr. Sind auch nur noch 100 Millionen Menschen auf der Erde. Also das war wieder hier ein Easy Going, ja. Ein ziemlich, ziemlich Easy Going.
Und ich zeige euch gleich nochmal, wie ich das meine mit den Szenarien und so. Dann kann ich auch mal ein bisschen noch plaudern. Irgendwie ist die Ansicht so auch cool, ja. Ist das eigentlich 3D? Sieht man Berge? Ich weiß es nicht. Entweder täuscht das nur oder man sieht Berge. Übelkeitssymptom. Ja, das kannst du von mir aus machen, weil menschentechnisch ist nicht mehr viel da, was sich übergeben kann, ja. Wir können hier noch aus Langeweile irgendwas machen. Aber die letzten Millionen werden jetzt gleich auch sterben. Düb, düb, düb. Ah, cool. Also dafür, dass wir an der einen, an Necroa-Virus so ewig dran gehangen haben, fluppt das jetzt richtig, ja? Ist schon cool, ist schon cool. Also die Biowaffe ist auch schon, irgendwie hat die was, ja, aber. Vielleicht muss ich alles nochmal auf schwer spielen. Vielleicht ist das ein bisschen spannender. All das war jetzt gerade so ein bisschen lasch. Ja, so ein bisschen. Ganz bisschen. Pups, wie hat alles Leben auf der Erde ausgelöscht? Sehr schön. So, ich habe Errungenschaft freigeschaltet. Cheat-Modi freigeschaltet. Was? Ich habe einen Cheat-Modi freigeschaltet? Wir können jetzt cheaten, Freunde. Yeah. Okay, wir gehen mal kurz zurück. Der folgende Gentyp ist entdeckt und freigeschaltet worden. Automatisches Zerplatzen. Im Einzelspieler? Was? Automatisches Zerplatzen? Das ist ja mega nice. Das ist ja mega mäßig nice. So, die Affengrippe haben wir noch. Wo ist denn das Automat? Ah, hier ist automatisches Zerplatzen. Ah, ja, dann kriegt man keinen Bonus. Dafür muss man nicht drücken. Wer es halt ist. Was es hier noch gibt, sind diese offiziellen Szenarien. Das wollte ich euch ja noch zeigen. Ja, hier gibt es noch Santas Helfer und Pest. Und einiges, was freigeschaltet werden kann. Ja, also nicht gerade wenig. Und da kann man so alles Mögliche machen, ja. Noch so die eine oder andere Runde spielen mit, ja. Und das habe ich vor, nachdem wir die Affenpest bei der nächsten Runde auch noch besiegt haben. Hoffentlich werden wir das schaffen, ja. Das ist zwar nur ein Feature zu Planet der Affen, aber es ist mit Sicherheit genauso geil. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir hier dran gehen. Das alles durchspielen. Dann können wir benutzerdefinierte Szenarien gehen. Können hier im Steam Workshop gehen und hier gibt es. ...11.234 Szenarien, die wir spielen können. Und damit habe ich für die nächsten 412 Jahre Let's Plays am Start. Das ist doch schon mal sehr schön. Das freut mich, ja. Also wir haben jede Menge. Ich würde euch bitten, wenn ihr dazu Bock habt, ja, müsst ihr nicht, aber wenn ihr Bock habt, schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, was ihr sehen wollt, ja, wie es weitergehen soll. Soll ich die offiziellen Szenarien spielen oder soll ich direkt benutzerdefinierte spielen? Habt ihr da ein paar Vorschläge für mich? Was auch immer, schreibt es in die Kommentare. Mich hat es wie immer gefreut. War zwar eine schnelle Runde, aber wer es drauf hat, hat es einfach drauf und wir sind die Geilsten. Wir sind die Geilsten. So sieht es einfach aus. Okay, Freunde, es hat mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Tschüss.